Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen Frischhoff Göppingen. Endstand vor 3.845 Zuschauern. 28-29. Ich begrüße das Podium und wie immer hat der Gästetrainer das erste Wort. Ja, ich freue mich riesig über den Sieg. Habe ich letzte Woche nach dem Melsungen-Spiel auch schon gesagt, weil wir ja schon eine Mannschaft waren, die extreme Probleme hatte, enge Spieler heimzubringen. Das ist jetzt das zweite hintereinander und es ist uns ja auch im Pokal hier schon mal gelungen. Wir hatten ja schon was gut zu machen vom Vorspiel, wo wir nach einer sehr guten Phase, die wir damals hatten, dann doch auf den Boden der Tatsachen da zurückgeholt worden sind. Wir hatten dann noch das Problem, dass heute Morgen Fontaine anruft, dass er eine Virusgrippe hat, dass auf der Rechtsaußenposition wir nur einen Spieler hatten, der auch letzte Woche krank war und aus der vierten Liga davor kam. Ich denke, entscheidend war, dass wir dann nach dem Rückstand von 23-21 konsequent auf eine Taktik mit zwei Kreisläufern gesetzt haben, plus zwei hängenden Halbspielern oder hängenden Außen, die ja eigentlich Rückraumspieler sind, mit dem Sebastian Heimann auf der linken Seite, mit dem Jens Schöngert auf der rechten Seite. Und dass dann beim 24-26, wir hätten eigentlich den Sack mit dem 7 Meter schon im Grunde genommen zumachen können, haben dann in Unterzahl ja groteske Fehler gemacht und Ballverluste dann danach noch gehabt, haben dann in den drei Angriffen den Vorsprung mit Pleiten, Pech und Pannenverhalten dann hergegeben. Und umso fast im Nachhinein besser ist es natürlich, wenn man dann nach solchen Ausrastern, Blackouts, wenn man dann nochmal zurückkommt und dann das Spiel dann nach Hause bringt, wobei auch der letzte Ballverlust natürlich ein Blackout war. Man muss dann einfach passen, wie beim Parteiballspiel. Das müssen wir vielleicht etwas mehr machen und weniger Fußball spielen, dass man einfach weiß, bei einer Manndeckung muss man den Ball ein bisschen hin und her spielen, dann gehen die 15 Sekunden ruckzuck vorbei, statt einen Schrittfehler zu riskieren. Deswegen wirklich sehr, sehr glücklich, zumal wir das Torwartduell klar verloren haben, aus meiner Sicht mit annähernd minus 10. Wir hatten 5 gehaltene Bälle, hatten selbst 15, 16 Fehlwürfe. So viel am Tor vorbei habe ich nicht gesehen. Und das ist dann schon auch, was die Leistung der Mannschaft sogar nochmal deutlich aufwertet, wenn man dann mit so einer Quote im Torwartduell trotzdem erfolgreich ist. Vielen Dank. Ja. Adli, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Ja, wir hatten auch unsere Probleme heute mit dem Mann, also wie gesagt, mit Nico Katsianis, der kam erst mit Zug heute aus Reha-Zentrum halt zu uns und wir wollten ihn eigentlich nicht einbringen, aber er ist dann halt reingekommen, Nico Linkert, und heute gefehlt. Das heißt, wir hatten sehr viel Probleme im Innenblock. Wir hatten eigentlich nur Andi Schröder und Michael Haas, die da halt spielen können und wir könnten da schwierig 2, 3 Wechsel machen ab für Angriff. So waren wir da ein bisschen beschränkt und haben uns deshalb auch relativ früh auf die 5-1, wo wir versucht haben, dadurch ein bisschen Energie zu sparen, die auf die normalen Blockverhältnisse. Aber wir machen dort zu viele Fehler, wo wir halt zu viel austreten auf die Halbpositionen kriegen, dadurch die zu viele Bälle über dem Kreis. Aber ich glaube, wenn man sieht, dass die heute, wenn wir über Statistik sprechen, ich glaube, das ist richtig, wir hatten eine bessere Torhüter, aber wir haben heute 10 technisch Regelfehler plus ja, ein 7 Meter gegenüber 10 und auch wenn sicherlich einige korrekt waren, hätten wir sicherlich, glaube ich, ein oder andere 7 Meter auch verdient heute und Schritte haben die Göppinger auch gemacht, aber das ärgert mich extrem heute, weil das halt auf ein Tor geht. Ich glaube, insgesamt mit der Leistung, wenn wir 50% weniger technischer Fehler machen heute, gewinnen wir das Spiel, wie das halt gelaufen ist. Trotzdem können wir und müssen wir mit unserer Analyse angehen, was wir ändern können, was wir verbessern können. Da haben wir heute 2, 3 Sachen gesehen, vor allem mit dem 5-1, wo zu einfache Tore halt fallen. Aber letztendlich aus dem Stand oder mit der Verletzungssituation, die wir jetzt haben, Nico Bödel hat sich dann auch noch dazu im Abschlusstraining umgeknickt und hat sich heute auch auf die Zähne gebissen und versucht mitzuwirken. Aber beide Halblinke richtig zu verlieren, war heute bitter und hat uns die Aufgabe halt nicht vereinfacht. Meine Mannschaft hat gefightet, wir haben gekämpft, wir haben alles versucht. Aber irgendwie sollte es heute einfach nicht sein. Und da müssen wir einfach analysieren und uns vor den nächsten Aufgaben jetzt einfach steigern. Danke, Adli. Christian Schöne, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, so wie es die beiden Trainer im Endeffekt auch zusammengefasst haben, ein glücklicher Sieg für uns, mit dem ich natürlich
logischerweise sehr zufrieden bin. Wir haben in der zweiten Halbzeit schon einige Rückschläge auch bekommen, sind oft im Rückstand hinterher gelaufen, haben es dann aber in der Schlussphase geschafft. Und das, denke ich, ist jetzt auch eine positive Entwicklung für uns, wie wir das auch im Spiel gegen Melsungen schon geschafft haben, solche Spiele dann eben zu gewinnen. Das ist uns vor allen Dingen in der Anfangsphase der Saison eben wenig bis gar nicht gelungen. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch für die Psyche der Mannschaft oder für die Mentalität der Mannschaft auch gut, dass sie da eben Selbstvertrauen bekommen, auch in engen Spielen. Wie gesagt, ein glücklicher Sieg, bei dem wir sicherlich oder aus meiner Sicht zwei Matchwinner hatten. Sebastian Heimann, der heute hier sehr viel Spielzeit bekommen hat, natürlich auch bedingt durch den kurzfristigen Ausfall von Daniel Fontaine, aber der hier ein klasse Spiel macht. Und Jens Schöngard, der sehr, sehr wichtige Impulse sowohl aus dem Rückraum, aber dann überraschenderweise auch über die Außenposition gebracht hat, weil wir doch dann sehr, sehr breit auch spielen von der Spielanlage. Kritisieren kann man sicherlich vor allen Dingen in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht unser Rückzugsverhalten. Da haben wir das Tempospiel der Erlangener nicht in den Griff bekommen, gerade die zweite Welle und schnelle Mitte, da haben wir sehr, sehr viele Probleme gehabt. Das ist uns in der zweiten Halbzeit dann besser gelungen und am Ende, wie gesagt, ein glücklicher Sieg, mit dem wir bei dem Programm, was wir jetzt haben, eben auch sehr, sehr zufrieden sein können. Und für uns geht es jetzt schon morgen dann nach Kroatien, beziehungsweise am Montag wartet dann schon die nächste Aufgabe auf uns. Danke. Dankeschön, René. Wie sieht dein Fazit aus? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Natürlich zuerst erstmal Glückwunsch an Göpping zum Sieg. Es wurde ja schon jetzt mehrfach gesagt, etwas glücklich, aber am Ende sind die zwei Punkte nun mal bei Göpping. Und ich glaube aber, so wie wir gekämpft und gefightet haben, hätte man mit Sicherheit auch einen Punkt verdient gehabt. Aber trotzdem, Adi hat es schon angesprochen, waren da mit Sicherheit auch ein, zwei technische Fehler zu viel. Trotzdem, glaube ich, haben die Jungs trotz aller Widrigkeiten, die wir heute hatten oder in den letzten Wochen schon hatten, eine unglaubliche Moral bewiesen, unglaublichen Kampfesgeist bewiesen. Da, denke ich, muss man wirklich den Hut vorziehen, wie die Jungs auf die Zähne gebissen haben, gekämpft haben bis zum Ende. Selbst als das Spiel schon verloren aussah, nochmal sich zurückgeholt und am Ende, wie gesagt, etwas unglücklich den Punkt nicht geholt. Aber ich glaube, mit der Leistung werden wir in den nächsten Wochen noch den einen oder anderen Punkt bzw. Sieg auch wieder nach Nürnberg holen können und darauf baue ich auch und deswegen ist mir jetzt auch nicht Angst und Bange. Die Jungs haben wirklich eine tolle Leistung heute auf die Platte gebracht. Wie gesagt, ein bisschen Pech und das wollen wir natürlich bis zum kommenden Sonntag, wo es dann in Lübeck geht, abstellen und dort die Punkte wieder bei uns haben und dann geht es für uns natürlich in 3 Wochen hier wieder weiter zum nächsten Heimspiel gegen Hannover. Dankeschön. Danke, René. Ihre Fragen, kurzes Handzeichen. Flo Pöhlmann, Nürnberger Zeitung. Adli, Frage: Hat deine Mannschaft den Vertrauensvorschuss der Zuschauer heute so zurückgezahlt? 3.800 und ein paar Zerquetsche waren noch da. War vor allem die Einstellung, das Engagement, wie sich die Mannschaft eingebracht hat heute, auch das Entscheidende für die nächsten Wochen? Auf jeden Fall. Wir waren nach dem Stuttgarter Spiel alle sehr unzufrieden mit unserer Leistung und halt wie das halt Spiel gelaufen ist. Ich hoffe, das war heute wieder eher in die Richtung, wie wir das haben wollen. Aber ich sage auch, Nico Link, dieses Ausfallen von ihm, vor allem im Abwehrbereich, trifft uns sehr hart. Aber ich glaube, dass wir mit dem Engagement, mit dem Kampf, die geboten ist, zufrieden sein können. Wir können aber natürlich hier und da handballerisch vielleicht eine oder andere Sache etwas besser machen und dann sieht das Ergebnis vielleicht ein bisschen anders aus. Siehst du auch die Gefahr, dass es schon eine Abwärtsspirale gibt, wenn du alles gibst in so einem Spiel, dann aber nicht dafür belohnt wirst und jetzt nach unten schauen musst zwangsläufig? Ja, nach unten müssen wir sowieso schauen, wenn die weiterhin punkten. Immer noch sind das 6 Punkte Vorsprung, die wir haben. Und ich setze mal, wenn wir jetzt 2 bis 4 Punkte holen, dann werden wir da mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber mit dem Verletzungsmisserie, die wir jetzt momentan haben, wird das sicherlich eine Phase, wo wir alle jetzt ein bisschen enger zusammenrutschen müssen und müssen mit die Fight oder die kämpferische Leistung, die wir heute gezeigt haben, die ein oder andere Punkt uns einfach erkämpfen. Aber ich glaube, da müssen wir in Lübeck jetzt nächste Woche anfangen. Heute war der erste Anlauf. Ich
glaube, ja, wie gesagt, 10 technische Fehlern, 10, 7 Metern, das sind schon einiges, die da gelaufen ist. Aber ich glaube, unter normalen Umständen hätten wir vielleicht heute den Bock umgestoßen und 2 Punkte bei uns gehalten. Und deshalb will ich die Mannschaft heute wenig kritisieren, eher halt für ihre Einstellung heute loben. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und Ihnen allen ein schönes Restwochenende. Tschüss.